Hello, and welcome to this episode of RC3 Talks here on Chaoszone TV. Chaoszone is the collection or collective of all the hacker communities here in Eastern Germany, and we are presenting you today Hacking Google Maps by Simon Weckert and Moritz Allert. This talk will be in English, so I will quickly jump to German to announce the translation. Dieser Vortrag wird live übersetzt. Wenn ihr ihn live sehen wollt, übersetzt nach Deutsch, dann klickt unten rechts in eurem Videoplayer auf Translation 1. Now back to English and back to the talk Hacking Google Maps by Simon Weckert and Moritz Allert. Have a lots of fun. Dies ist unsere RC3-Einreichung namens Hacking Google Maps. Simon Weckert ist aus Berlin und teilt gerne sein Wissen über viele Bereiche. His focus is the digital world, including everything related to code and electronics under the reflection on current social aspects. Soziale Aspekte hin zur Technologie sind seine Arbeitsbereiche. In seiner Arbeit versucht er, den Wert von Technik einzuschätzen, nicht in dem Sinne von aktueller Nützlichkeit, sondern in der Wirkung auf zukünftige Generationen. Hidden layers like producing and transporting the raw minerals required to create the core infrastructure of human labor of micro workers who perform the repetitive digital tasks that underlie new technology are just some of the topics in his project. Moritz Allert ist das ist jetzt eine Schleife. Moritz Allert kümmert sich um das Interface zwischen urbanem Design und anderen Dingen. Von 2015 bis 2017 war er Teil eines Absolventenprogramms. Er verteidigte seine Dissertation im letzten Jahr. Chair of International Urbanism and Design at TU Berlin. Er hat den Atlas der digitalen Fragmente darüber gelehrt. Das Format unserer RC3-Einreichung ist ein Video-Essay. Das Essay von Moritz Allert verbindet die Genesis von frühen Karten die zwei Interventionen von Simon Focusing on the virtual border regime of Google Maps and second the Google Maps hack and performance and intervention which went viral in the beginning. Er hat Interventionen gemacht und die sind viral dieses Jahr gegangen. Karten und Macht. Maps have always been Karten sind immer ein Teil der Macht gewesen oder Instrumente der Macht gewesen. In der Antike, in der Mittelalter und heute sind sie genutzt worden, um Macht auszuweiten. Die Geschichte der Karte und die statistischen Daten, die sie zeigen, zeigt, wie Nationalstaaten sich verhalten. Man kann damit die Größe des Landes anschauen und die Bevölkerung messen. Karten haben nationalen Stolz gefördert und die Identifikation mit dem Land gefördert. Außerdem haben sie im Militär und in der Propaganda geholfen.
Bis vor ein paar Jahren waren Karten allein von Staaten dominiert und sind im Militärkontext, Militärumfeld besonders genutzt worden. Die Karte war schon immer ein Instrument von Disziplinierung und Machtausübung. Forscher haben sich Karten angeschaut und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Karten nicht objektiv sind. Kartografie ist durch Regeln bestimmt, die kaum hinterfragt werden. Also in der Kartografie sind bestimmte Regeln immer schon angewandt werden. Particularly interesting and tension-filled relationship between power and counterpower can be noted in the maps produced by the Trans Macht, Corporation Google. Macht wird von Google ausgeübt, darin, wie Google die Karten zeigt. And representation of Google Maps specifically in terms of the previously mentioned strategies of simplifying. Vorher haben sie Daten zentralisiert und hierarchisiert und in 2005 sind sie mit Maps rausgekommen und sie sind immer weiter fortschrittlich geworden und technisch geworden. Das hat wenig mit klassischen analogen Karten zu tun. Googles Karten sind interaktiv, die können gescrollt werden. Und das hat unser Verständnis dafür, was eine Karte ist, verändert. Die Frage ist, wie die ästhetisch aussehen. Und damit, dass Smartphones kommen, werden dadurch Benutzer auch beeinflusst. Das ist jetzt eine neue Form von Hyper-Ortsbezogenheit. Hier wird die virtuelle Welt mit der physikalischen Welt verbunden und Googles Tools, Googles Kartentools haben dazu enorm beigetragen. So, jetzt kommen wir zu Ländergrenzen. Wenn wir über Karten nachdenken, dann müssen wir darüber nachdenken, wie sie benutzt worden sind, damals als Machtausübungsinstrumente und Kontrollinstrumente. Areas to basically take a liner and a pen and then like we see it's wir sehen hier auf der Karte das ist mein Teil, das ist dein Teil, wie das kolonisiert worden ist und wie die aufgesplittet worden sind. Karten sind so ein mächtiges Tool, um eine bestimmte Welt sich zu repräsentieren. Man kann damit die Grenzen zeichnen. Das ist ein grafisches Tool. Man kann einen Kreis für eine Stadt nehmen. Man kann eine schwarze Linie für eine Straße nehmen. Und diese Symbole generalisieren. Das ist keine ehrliche Repräsentation, sondern das ist halt eine Vereinfachung.
Wenn wir so eine Karte sehen, dann kann das nie so gesehen werden, wie die echte Welt ist. Das ist eine Metaprojektion. Das ist eine sehr zentralisierte. They see this kind of projection and therefore they also give them like Europe a much more, let's say, important. Dinge, die dort projiziert werden, die werden auch so wahrgenommen. Das heißt also, je nachdem wie die Projektion ist, verschiedene Projektionsformen zeigen unterschiedliche Flächenmaße. Und das wird für politische Statements genommen, was wichtig ist, was zentral ist. Und Motivation wird auch ausgedrückt. In diesem Projekt, was ich gemacht habe letztes Jahr mit den Grenzen von Google Maps, es gibt verschiedene Google Maps Versionen. Es gibt einen Google Maps in der Ukraine, es gibt eins in Russland, es gibt eins in China, eins in Indien und so weiter. Und ich wollte wissen, ob Google überall die gleiche Information zeigt. Und ich habe festgestellt, dass es nicht so ist, was man oben sehen kann. Links Indien, rechts China. Besonders für Kaschmir sieht man, dass halt die Grenzen unterschiedlich sind. Wir wissen, dass es ein alter Konflikt ist. Und es ist nicht hundertprozentig sicher, wo jetzt die Grenze ist. Wichtig ist, dass Google sich hinter die lokale Meinung des Landes stellt, um den lokalen Markt nicht zu verlieren. Und damit repräsentieren sie halt das, was sie machen, lokale Politik, indem sie halt das zeigen, was lokal gesehen werden will. Hier auf der Unterseite, Russland und Ukraine. Als die Krim eingenommen worden ist, erinnern wir uns dran. Auf der linken Seite ist die Grenze zwischen Ukraine und Krim-Einland eine Linie. Und da steht, es gehört zu Russland. Auf der anderen Seite ist es unklar. Das sind unterschiedliche Weltsichten. Und das stellt einen Widerspruch her, eine Imbalance. Das heißt also, wenn unterschiedliche Menschen unterschiedliche Informationen bekommen, dann werden sie auch nicht einer Meinung sein. Von einem frühen Zeitpunkt an hat Google spezielle APIs installiert, mit denen Programmierer, Entwicklerinnen ihre Tools mit Google Map-Daten kombinieren könnten. Map-Mashups heißt das. Das erste Mashup zeigte, wie hier neue Wirtschaftsmodelle möglich wurden. Google Maps macht dadurch virtuelle Veränderungen in realen Städten. Anwendungen wie Airbnb und andere haben eine enorme Auswirkung auf Städte und die Kultur. Es gibt außerdem eine große Auswirkung darauf, wie wir romantische Partner finden durch Tinder und andere. Oder Lebensmittel-Liefer-Apps, die Google Maps enthalten, erzeugen eine neue Form des digitalen Kapitalismus und der Kommerzialisierung. Online-Verkehrssysteme wie Uber wären undenkbar ohne Google Maps.
Ein weiterer Markt entsteht durch selbstfahrende Fahrzeuge und Google Maps hat auch hier schon eine Position für sich etabliert. Es geht hier also um die Verdrängung und das Überdecken von physischen Orten. Und Simulationstechniken werden nicht nur verwendet, um virtuelle Welten zu simulieren, sondern auch um neue Realitäten im physischen Bereich herzustellen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Digitalisierung den Kartensektor aufgebrochen hat, der vorher staatlich dominiert war. Und es gab eine Demokratisierung, aber auch eine Fragmentisierung. Wirtschaftliche Interessen haben anscheinend staatliche und militärische Interessen ersetzt. Google Maps eröffnet neue Märkte, um mehr Profit aus den Online-Plattformen zu schlagen, die Google Maps als Grundlage verwenden. Mit seinen Regeln erzeugt, hat Google Maps eine Plattform etabliert, durch die Nutzer auf neue Weise mit Karten interagieren können. Und die Machtfrage im Diskurs der Kartografie muss neu gestellt werden. Es geht um Überwachung, Kontrolle und Beziehungen in diesen Karten. Diese Karten funktionieren als positive Verstärker und üben Macht aus und verteilen Wissen in einer Kombination von Wissen und Machtzuständen. Googles simulierte Karten und Modelle formen die Realität und die Wahrnehmung von physischen Orten. Es scheint keinen einzigen Aspekt des Lebens der Einzelnen zu geben, der nicht neu geformt werden kann, zum Beispiel durch Karten. Es ist nicht mehr eine Unterschrift, um die es geht, sondern es geht um einen Code, um ein Passwort. Stichproben, Data, Märkte, Banken. Eine Vision, in der die digitale Map was zählt, ist nicht die Grenze, sondern der Computer. Die digitale Karte heutzutage ist ein Instrument der Überwachung und Kontrolle. Jeder Klick im Netz, jeder Schritt wird aufgezeichnet, registriert. Alles, was sich bewegt, gibt Informationen preis. Kapital, Verbraucher werden verfolgt. Laut Siegfried Baumann ist jeder Mensch ein wandernder Hyperlink. Und die Karte verwischt die Grenzen. Mit dem Smartphone, wenn nicht schon vorher, wird Kommunikation zur Kontrolle. Siegfried Baumann beschreibt, wie das Mobil Dinge flexibilisiert und die Technik in Lebensbereiche einführt, in der sie vorher kaum eine Rolle spielte. Die neuen Überwachungsformen hängen ab von Datenverarbeitung. Es gibt eine neue Transparenz, in der nicht nur Staaten, Bürger als solche, sondern jeder Mensch in allen Lebensbereichen überwacht werden kann, getestet, sortiert in Kategorien, auf eine einseitige Weise, während jedes Lebensbereich transparenter wird, werden Aktivitäten der Kontrollierenden werden mehr unsichtig für uns. Dies ist eine postpanoptische Beziehung, laut Baumann. Und es gibt auch neue Formen der Dominierung.
connection to prisons. They are also frequent, characterized by being exceptionally French demand in the media and shopping, acting frequently good, and with fun and entertainment. Wir kommen jetzt zu, sagen wir mal, das zu dem Thema, mit dem eigentlich alles anfing. Und ich war interessiert daran, wie diese digitalen Werkzeuge in Google Maps, diese neue Art, Karten zu sehen, die Art und Weise beeinflussen, wie wir die Welt benutzen, wie wir uns bewegen in der Stadt und wie wir wie die Art zu reisen sich verändert. Google Maps begann 2005 mit Street View. Und ich würde sagen, diese Karten haben unser Verständnis von einer Karte fundamental verändert. Und heutzutage definiert Google unseren Begriff von Karten. Und diese Karten haben natürlich sehr wenig gemein mit analog gedruckten Karten. Sie sind scrollbar, vergrößerbar, durchsuchbar. Also ich würde sagen, seit 2005 hat sich vieles verändert, wie wir Karten verstehen, wie wir sie lesen. Aber es ist natürlich nicht offensichtlich, wie eine Nutzen von digitalen Karten in der Auswertung digitaler Daten besteht und dem Einbringen von Realtime-Karten und wieder ein Vorteil gegenüber gedruckten Karten. Wenn wir eine stellt euch eine große gedruckte Karte von Berlin vor. Im Moment, in der sie erscheint, hat sich die Umgebung bereits geändert. Und man kann deswegen nie sagen, dass eine gedruckte Karte den aktuellen Stand wiedergibt. Also Karten können hilfreich sein für eine kurze Zeit, aber können auch die Nutzung beschränken, vor allem wenn sie gedruckt sind. Und ich denke, das Hauptziel von Google Maps ist, dies zu überwinden und zu sagen, hier entwickeln wir ein Tool, das nicht mehr veraltet und die aktuelle Welt repräsentiert in Echtzeit. Die Technik mag uns und leider mag uns manchmal nicht. Ich würde deswegen, es hat nicht alles funktioniert in der Präsentation. Ich würde gerne hier Google Maps Hacks zeigen. Wer kennt das nicht? Wer hat das nicht gesehen? So, yes. Anfang dieses Jahres, im Februar, gab es den 15. Geburtstag von Google Maps. Und eine Woche vorher habe ich dieses Projekt auf Twitter veröffentlicht. Und da ging es darum, ihr seht hier jemanden, der eine Berliner Straße entlang geht und er hat ein Wägelchen, das er hinter sich herzieht und dieser Wagen ist gefüllt mit Smartphones. Alles Android-Telefone und was hier passiert ist, wenn man entlang dieser Straße hin und zurück läuft und manchmal etwas schneller, manchmal etwas langsamer, dann gibt es virtuellen Verkehr und das hat auf Google Maps den Effekt, dass die Leute, die Google Maps Navigationssystem verwenden, hier herum geleitet werden, um diese Person. Und nach einer Weile konnte man sehen, dass die Straße tatsächlich leerer
von Autos wird. Das war sehr interessant, wie so eine große Auswirkung sich ergibt, die insbesondere die Karten eben in unseren Entscheidungen hat. Die Art und Weise, wie wir sie benutzen, aber auch die Art und Weise, wie Menschen reisen und navigieren. Diese Abwechslung zwischen langsamer und schneller Bewegung war auch eine Art Trick, um herauszufinden, wie der Algorithmus vielleicht 99 Autos als Stau interpretiert. Wir versuchten also so etwas wie einen Stop-and-Go-Verkehr zu simulieren. Und ich würde sagen, die Performance, die Idee bekam ich in den Mai-Demonstrationen in Berlin, wo ich sah, dass viele Leute in Kreuzberg speziell an der Straße entlang gingen. Und ich nahm mein Smartphone und merkte, Google zeigt diesen Verkehr an. Sie zeigt starken Straßenverkehr, obwohl es keine Straßen gab. Es war der Fußverkehr. Es war also ziemlich klar, dass Google hier die Smartphones der Fußgängerinnen verfolgte. Und ich fragte mich, wie kann ich etwas Ähnliches erzeugen? Und es war dann klar, dass ich einfach nur viele Telefone brauche. Die Menschen, die sie tragen, waren nicht unbedingt nötig, um diesen Effekt zu erzielen. Dann begann die Frage, wie komme ich an so viele Smartphones? Aber das war am Anfang ziemlich schwer. Ich dachte, okay, es muss irgendwie gebrauchte Smartphones in Flughäfen geben oder in Firmen, weil die Telefone dort oft gewechselt werden, ausgetauscht werden. Aber ich bekam keinerlei Antwort von Leuten, die sagten, ja, benutzt die Telefone. Und dann bekam ich die Idee, okay, wenn ich hier so etwas erzeugen will, dann kann ich vielleicht eine weitere Performance daraus machen und Freunde fragen, ob sie mir ihre Smartphones für einen Tag geben können. Und ich fragte sie, dann forderte sie heraus, einen Tag ohne Smartphone zu leben. Das war interessant. Die meisten Leute sagten, ja, okay, ja, schauen wir mal. Und dann, nach einer Weile, sagten sie, ja, ich gebe dir das Smartphone. Und dann schauen wir mal, ob ich einen Tag ohne Smartphone überleben kann. Ich habe natürlich nicht 99 Freunde, also ich habe auch Smartphones von offiziellen Smartphone-Firmen und ich hatte also eine Menge Smartphones für einen Tag und nach einer Stunde, in der ich die Straße entlang lief, war es ziemlich klar, dass diese Performance, dieser Hack funktioniert. Springen wir mal kurz raus aus der Präsentation, denn ich möchte noch etwas anderes zeigen. Ja, danke, das war super interessant. Ich denke, das könnte zu einem zukünftigen Workshop führen, der ähnlich wie dieser Workshop zeigt, wie man mit Google Maps umgehen kann und wie verschiedene Routen angezeigt werden. Ich würde nur kurz eine Frage stellen, bevor wir das öffnen. Ich denke, diese Frage wird oft gestellt. Weißt du, ob irgendetwas sich geändert hat bei Google, ob der Algorithmus nach deinem Hack dieser Performance verändert wurde? Ist es immer noch möglich, diesen Hack durchzuführen? Das ist definitiv möglich. Es gibt einige Trittbrettfahrer, wenn man so will. Es gibt YouTube-Videos, wo Leute ähnlichen virtuellen Verkehr erzeugen. Und das Ding ist, glaube ich, dass eine Sprecherin, eine Sprechperson von Google sagte, dass sie versuchen, alles zu verfolgen. Und im gewissen Sinne waren sie also froh, dass Leute sich dieser Funktion bewusst wurden. Ich werde das System weiter testen und vielleicht nach einem Jahr und dann schauen, ob es immer noch so gut funktioniert. Aber ich denke, es dürfte ziemlich schwer für Google werden, daran etwas zu tun. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir mit dem Workshop anfangen. Eine technische Frage über Google Maps. Die 99 Smartphones müssten dann mit Google verbunden sein, mit GPS-Aktivierung oder wie ist das? Ja, man muss das aktivieren. Es gibt drei Wege eigentlich, wie Smartphones standortverfolgt werden können. Der genaueste Weg ist GPS, soweit ich weiß. Dann haben wir die Lokalisierung über mobile Funkzellen, das ist ein Grund, oder mobile Funkmasten, das ist eine Triangulation. Ich habe alle drei Modi eingeschaltet. Und was außerdem wichtig ist, ist, ich musste Google Maps nicht öffnen auf diesen Smartphones. Es war tatsächlich nur ein laufendes Android-System. Es läuft wahrscheinlich besser, wenn Google Maps läuft als App, aber sie verfolgen dich klar auch dann, wenn du nicht damit unterwegs bist. Ich glaube, es gab eine weitere Frage vorne. Danke für den Talk. Das war sehr interessant. Und du sprachst über die Trittbrettfahrer. Oder gibt es da irgendwelche interessanten Dinge, die du gesehen hast in YouTube? Leute, die eure Idee weitergeführt haben, euch dir einen neuen Blickwinkel gegeben haben vielleicht? Ja, es gibt natürlich Leute, die man erwähnen sollte. Ich denke, es gab Leute, die interessante Dinge gemacht haben. Nicht die YouTuber. Die haben einfach versucht, das nachzumachen. Der Algorithmus lernt auch. Und wenn es Verkehr gibt, in jeder Woche am selben Ort, dann wird natürlich dort auch eine Vorhersage daraus gemacht werden. Und dann merkt man vielleicht, wenn ich versuche, die Straße leer zu räumen für meinen Arbeitsweg, solche Ideen kamen auf in den Kommentaren. Vielleicht interessant, sowas auszuprobieren. Und ich denke auch, es ist, glaube ich, auch wichtig zu zeigen, als Künstler versuche ich immer, mein Verständnis zu entwickeln und daraus dann aber auch eine einfache Erzählung für ein größeres Publikum zu machen. Und für mich war es ziemlich schön, das greifbar zu machen über diese Sammlung von Smartphones. Aber ich muss auch erwähnen, dass es verschiedene Wege gibt, so etwas zu simulieren. Wir wissen von Pokémon Go, was dort versucht wurde. Wir können aber auch versuchen, die API auszutricksen. Ich denke, für ein Publikum, das jetzt nicht so mit Technik vertraut ist, das wäre wahrscheinlich ein bisschen schwer, das zu vermitteln. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum diese 99 Smartphones sehr viel Aufmerksamkeit bekamen, weil sie sehr sehr gleich zu verstehen sind. Pokémon Go. In 2016 gab es ein Spiel Pokémon Go, das auf Lokalisierung bestand. Also der Erfinder von Google Earth hat dieses Spiel gegründet oder die Firma gegründet, die dieses Spiel gemacht hat. Und die Benutzer, die sind durch die Gegend gelaufen und haben versucht, diese Pokémon Go Monster zu fangen. Das ist auf, das basiert auf einem veränderten Google Maps. So, und dann ist es aus bestimmten Stellen von Regierungen verbannt worden.
also aus Schulen und aus Gefängnissen, Krankenhäusern, Konzentrationslagern. So, und das war das profitabelste Smartphone-Spiel aller Zeit. Das kann nicht in Zahlen ausgedrückt werden. Aber die Verfolgung von all diesen Bürgern und die Verbesserung der Karten dadurch auf Basis von GPS und den Geodaten hat funktioniert. Zuerst sind Restaurants, sind die Leute zu Restaurants geschickt worden. Und damit hat Google gezeigt, dass es große Mengen an Menschen steuern kann, wo die hingehen. Und das sind virtuelle Techniken, die halt im Marketing verwendet werden. The recipe for Pokemon Go's success lies with the individual play and user experience. It will be interesting to see how the... Es wird interessant sein zu sehen, wie das Wissen, was aus diesem Experiment gekommen ist, weiterverwendet wird. Da ist individuelle Kontrolle in dieses Spiel eingebaut. Und das ist ein Vorläufer von den Gesellschaften, in denen Kontrolle gemacht wird. Pokémon ist eine Schlange. Und diese Schlange sieht wie Pikachu aus und hat die gesteuert, ja.